Hey Thomas, wie unterstützen wir unsere Firmenkunden im Bereich Nachhaltigkeit? Ja, wir begreifen die anstehende Transformation der Wirtschaft als Herausforderung und Chance zugleich. Um unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten, erweitern wir unsere Beratungs- und Produktangebote sukzessive um nachhaltige Lösungen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Finanzierung von energiesparenden Lösungen, bei Bau und Renovierung. Darüber hinaus begleiten wir Unternehmen bei der Nutzung von erneuerbaren Energien, bis hin zu komplexen Finanzierungsvorhaben wie Wind- und Solarparks in unterschiedlichen Größen. In Kooperation mit öffentlichen Förderinstituten bieten wir unseren Firmenkunden individuelle Lösungen an, um Effizienzen zum einen zu heben und um den CO2-Ausstoß zu mindern und schlussendlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wie kann man sich die nachhaltige Förderung der VR-Bank vorstellen? Wir fördern auf lokaler Ebene zukunftsfähige Projekte. Die genossenschaftliche Rechtsform bietet eine sehr gute Voraussetzung hierfür, meines Erachtens. So fördern wir die regionale Versorgung im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements, wie zum Beispiel auch mit unserer Bürgerenergiegenossenschaft in Döben. Hast du Tipps für unsere Firmenkunden, um in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen? Ja, auf jeden Fall. Erst wenn man weiß, wie die aktuelle Situation in den Unternehmen aussieht, kann man aktiv Veränderungen anstoßen. Zur Ermittlung des Status quo in Bezug auf Nachhaltigkeit dienen zum Beispiel initiale Nachhaltigkeitschecks, wie es die Energieeffizienzagentur im Internet anbietet. Meine Empfehlung: bringen Sie das Thema Nachhaltigkeit auf Ihre Website und zeigen Sie in Ihrem eigenen Bereich, was Sie bereits umgesetzt haben und welche Ziele Sie sich vornehmen wollen.